Wir sind 14 Seniorenhelferinnen, um in Taufkirchen und in unserer Nachbarschaftshilfe die Angehörigen zu entlasten, in deren Familien Demente leben. Das Ziel ist eigentlich, die Angehörigen ein- bis zweimal in der Woche für stundenweise zu entlasten. Die können dann fortgehen, können ihre Einkäufe machen, können ihre Arztbesuche machen oder einfach auch mal schlafen. Manche gehen einfach dann ins Zimmer nebenan und schlafen, weil in der Nacht keine Ruhe war. In den letzten Jahren haben wir ca. 120 Familien auf diese Weise betreut, teilweise über viele Jahre hinweg, weil die Demenz ja langsam fortschreitet und oft sehr lange dauert. Ohne eine Gemeinschaft, ohne ein Miteinander kann man eigentlich nicht leben. Ich sage jetzt mal bewusst Mann und Frau, aber der Mensch kann alleine nicht leben. Und ich erlebe es ja immer wieder, wie viel Freude und gutes Gefühl und auch Gesundheit daraus entsteht, dass man nicht allein auf der Welt ist.